Bevor wir sehen, hören wir. Und die erste Stimme, die wir hören, ist die unserer Eltern. Für mich fühlt sich das natürlicher an, in der Gesellschaft zu sprechen, aber zu Hause auf jeden Fall eher die Gebärdensprache. Mit meinen Brüdern rede ich, aber eher mehr in Gebärdensprache. Also das Sprechen habe ich, glaube ich, ab im Kindergarten oder sogar noch in der Vorschule gelernt oder halt sogar noch früher dadurch, dass ich mit meinen Brüdern aufgewachsen bin und halt drumherum halt immer die Lautsprache dann hatte und dann das langsam so entwickelt habe, ja. Meine Schulzeit war so, ich war ganz am Anfang in der Vorschule, so wie ich es noch in Erinnerung habe. Das war auf einer Schule für gehörlose und schwerhörige Kinder. Und danach bin ich nach dem Umzug in eine normale, geregelte Grundschule gegangen. Das war überwiegend, anfangs schwer, aber man hat sich daran gewöhnt, indem man halt, wo man seine Hörgeräte hatte und alles Mögliche, hat man sich ein bisschen benachteiligt gefühlt und so, weil alle einen so angeschaut haben und irgendwie was gesagt haben. Aber irgendwann hat sich das auch wieder gelegt und ich habe mich daran gewöhnt. Muss aber sagen, dass ich die dann irgendwann auch einfach ausgezogen habe und nie wieder angehabt habe, weil ich mich überwiegend dafür geschämt habe, muss ich sagen. Und dann kam der Übergang in die Realschule. Da bin ich dann wieder in die, wo ich auch in der Vorschule war, in die schwerhörigen Gehörlosenschule gegangen. Mit dem Grund, wo meine Eltern, glaube ich, einfach Bedenken hatten, dass in so einer normalen Schule wie jetzt hier so eine Riesenklasse ist und ich das einfach nicht gut aufnehmen kann mit den lauten, mit der lauten Umgebung und alles Mögliche. Dort war es eigentlich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Wir waren so eine Klassengröße von 15 Leuten maximal. Und da war auch alles gedämmt, der Boden war mit einem Teppich belegt, die Decken waren extra so gedämmt, dass das nicht hallt und ein guter Ton in der Klasse herrscht. Und die Lehrer waren halt eher besser mit uns als in normalen Regelschulen. Ich wüsste nicht, wie ich das überstanden hätte bei einer normalen Schule, ob ich da besser oder schlechter gewesen wäre. Aber ich bin der Meinung, ich glaube, ich wäre da schlechter gewesen. Weil, das habe ich gemerkt, indem ich dann in die Berufsschule kam, hier nach Geisenheim. Da waren die Klassen natürlich dann größer. Es war eine normale Berufsschule. Und da habe ich gemerkt, oh, die Lautstärke macht mir schon zu schaffen. Ne? Ich fühle mich dann immer so, weiß nicht, als wäre ich ein Klotz am Bein, wenn ich mit Leuten reden möchte, weil ich immer wieder nachhaken muss und sagen muss, ja, was hast du gesagt? Und irgendwann tue ich das auch nicht mehr, weil ich mir denke, oh, das nervt die Person. Und wenn die Personen dann merken, ey, ich antworte einfach irgendwie falsch, also wenn die irgendwas fragen und ich antworte mit einem, dann sind die auch manchmal genervt. Und das ist dann, ich fühle mich dann einfach scheiße. Also ist in dem Moment einfach nicht schön, ja. Also die Lehrer haben mir keine Sonderrolle gegeben, weil sie es auch nicht wussten. Also ich habe es halt nie kommuniziert, ich wollte es auch nie kommunizieren, weil, wie gesagt, ich will nicht als benachteiligter Mensch da stehen und gleich bleiben, so, ne, in der ganzen Gruppe und nicht als Sonderform. Was ich jetzt weiß, indem ich ein bisschen älter bin, ich weiß, dass das dumm ist. Das macht keinen Sinn. Du akzeptierst das, was du hast und sagst einfach. Jedes Kind muss Reifungsprozesse hinbekommen. Es gibt Erwartungen der Gesellschaft,
vom Kindergarten, von den anderen Kindern, bestimmte Rollenerwartungen von den Erzieherinnen, vom Jugendamt gegebenenfalls. Und das Kind will natürlich auch im Grunde eine Normalität repräsentieren. Es will keinen Schatten auf das Elternhaus werfen. Also es steht sozusagen unter einem eigenen Druck, irgendwie normal zu sein, aber auch die Eltern nicht zu diskreditieren. Also Stille ist schon ein wichtiger Punkt. Ich brauche das ab und zu. Und gerne bin ich in Parks, wo ich einfach mal meine Ruhe habe. Ja. Die frühen Eindrücke, die wir so erleben, das sind die Eindrücke, wo wir uns zu Hause fühlen, unsere seelische Heimat sozusagen. An das sind wir gewohnt, das ist Habituation. Da fühlen wir uns sicher, das ist irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit. Und insofern wundert mich das nicht, wenn der Leon eben ein großes Bewusstsein für Geräusche und die laute Welt hat, aber genauso ein großes Bedürfnis hat, einfach manchmal still zu sein und dort, so wie vielleicht in früher Kindheit, Ruhe und Entspannung findet. Mhm. Es war pure Stille bei uns im Elternhaus. Man hat eigentlich gar keine Töne gehabt, keine Lautstärke, nur meine, wenn ich rumgetreten habe, ganz laut oder rumgeschrien habe oder die Musik laut gedreht habe und das mal ausgenutzt habe, ja. Aber ansonsten gab es keine Lautstärke mehr. Zu hören ist einfach Musik. Also ich finde, Musik ist wirklich ein riesen Bestandteil meines Lebens. Also das liebe ich ohne Ende. Ohne wäre es wirklich Albtraum. Das merke ich auch immer, wenn ich damals mit meinen Eltern Fernsehen geguckt habe. Und der Ton war halt immer aus, weil es macht ja keinen Sinn für meine Eltern. Und das habe ich dann immer eine Zeit lang ausprobiert. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin schon froh, hören zu können. Das ist schon eine tolle Sache, ja. Hören ist für mich ein Privileg, ja, auf jeden Fall. Warum wollten deine Eltern jetzt nicht vor der Kamera mit uns sprechen? Gute Frage. Also ich denke, meine Eltern, dass die nicht vor der Kamera jetzt sprechen wollen, weil die einfach ein bisschen scheu sind und das nicht so gewohnt sind. Ich kenne viele gehört, so, die vor der Kamera stehen und auch das zeigen und sagen wollen, was sie denken und alles Mögliche. Aber ich glaube einfach, für sie ist das schwierig, da kein Dolmetscher da ist, der deren Worte zu 100% übersetzt und dadurch halt einfach nicht die richtige Kommunikation für die da sein kann. Ne? Es ist natürlich so, dass erst seit dem Jahre 2002 die deutsche Gebärdensprache in Deutschland anerkannt ist. Was bedeutet, dass man dann erst ein Recht auf Verdolmetschung in offiziellen Kontexten hat. Und wir haben das Jahr 2023, das sind 20 Jahre erst und ne, davor gab es sowas überhaupt nicht. Die Sprache wurde nicht als Sprache anerkannt, nicht gesehen. Das heißt, es gab keinerlei Möglichkeiten, außer mit Familienangehörigen sich zu verständigen in offiziellen Situationen. Ich glaube, das ist viel mit Kontakt. Wenn man Leute kennt, dann hat man halt Glück und dann hat den immer an seiner Seite. Lieblingsklientin wohnt mit ihrer Familie.
Okay, alles klar. Also wir warten jetzt gerade noch auf die Erzieherin und die wird uns dann hier abholen, dann gehen wir zusammen nach oben. Es gab immer wieder mal Situationen, es gab mal einen Elternabend, wo man mal gedolmetscht hat. Das ist halt eine ungewohnte Situation, dann auch mal Vorstellungsgespräche. Nee, läuft gut. Frau Leidinger. Ist die Leitung? Ja, hier. Wenn man mal überlegt, dass da ganz viele schwierige Wörter dann im Vorstellungsgespräch kommen und du weißt die nicht, dann fühlt deine Mutter dich halt benachteiligt, dass sie natürlich nicht alles mitbekommt, was jetzt gesagt wird. Und dann geht es theoretisch dann schief, dass sie die Stelle nicht bekommt. Und dann ist das für einen selbst halt immer sehr, sehr schade und traurig. Und ein bisschen Druck ist halt auch dann dahinter, ja. Super schön, meine tolle Zeit. Klar, also ich habe das auch irgendwann nicht mehr gerne gemacht, weil man einfach selber weiß, so, oh, ich mache es eh nicht richtig. Und dann ist da so ein bisschen dieses, wie soll man sagen, so eine kleine Hassliebe. Ich will das jetzt eigentlich nicht so sagen, aber so eine kleine Hassliebe. So. Man hat dann keinen Bock mehr und dann finden das die Eltern scheiße. Aber einerseits denkt man als Kind dann, oh, ich krieg das doch eh nicht hin, ich krieg das nicht richtig kommuniziert, weil ich keine Ahnung habe. Und dann will ich denen das auch nicht antun. Also, das ist so ein Hin und Her. Ne? Und das, als Kind hast du dann einfach irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe heute keine Lust, ist nicht okay. Okay, dann geh wieder spielen. Klar, Bruderkinder sind ja schon mal sowieso anders. Ne? Und wenn die ja so mit Dolmetscher sein möchten, dann ja, klar, aber. Wie gesagt, wir sind ja selber Menschen, aber wir wollen sie halt auch nicht in die Rolle da irgendwie einbringen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie eben gucken, oder was halt auch passiert, dass sie eben mit den Welten irgendwie durcheinander kommen. Also, dass man irgendwie ein bisschen aufpassen muss. Es gibt ja viele Dolmetscher, die Koda sind und auch mal so sehen. Und das ist irgendwie manchmal mit den Eltern irgendwie in der Vergangenheit vielleicht schwierig war, weil die Kinder irgendwie zwischen den Welten gefangen und die Eltern unterstützt haben und so. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, für die Eltern, dass sie eben auch die Kinder loslassen und sagen, okay, wir geben dir ganz viel Kraft mit, aber du kannst auch in die Hörnwelt dann gehen und ja, du kannst beides, ne? Und dass ich irgendwie nicht versuche, dran festzuhalten. Ich denke schon, dass ich als Kind schon mehr Verantwortung übernehmen musste, dadurch auch, dass die nicht telefonieren können und sowas, dass man dann halt wichtige Gespräche, was die halt unbedingt klären wollen mit der Versicherung, was auch immer, wo eure Eltern zum Beispiel halt immer selber gemacht haben, wo ihr nie mitbekommen habt, musste ich dann eventuell führen, aber halt auch meine Brüder, aber die sind ja 10 und 12 Jahre älter und die sind dann schon sehr früh raus und dann hing alles an mir dann erstmal. Und man fühlt sich dann halt auch als Kind so ein bisschen ab und zu mal sehr doof weil man halt nicht viel weiß. Und dann merkt man aber auch, man ist gerade nicht erfolgreich bei dem Telefonat. Und dann wird es halt für einen eine riesen Drucksituation, ja. Die Kinder wachsen und können dann im Grund später wirklich auch viel Verantwortung tragen und werden belastbare Persönlichkeiten, zeigen eine große Resilienz, sagt man ja dann. Kinder, die im Grund durch die Anstrengung noch eine reifere, stärkere und coolere Persönlichkeit entwickelt haben. Das ist nicht selten zu beobachten. Ich bin froh, dass ich das als Kind schon frühzeitig irgendwie ein bisschen mir angeeignet habe, weil dadurch habe ich nicht so diese Probleme zu telefonieren oder irgendwie ich keine Angst vor so Gesprächen habe oder sowas, ne? Aber klar, als Kind hätte man sich auch gewünscht, dass man halt mal mehr Kind sein kann in dem Sinne, dass man halt nicht diese Verantwortung bekommt. Aber ich muss sagen, so wie ich schon andere Beispiele mal gehört habe und gelesen habe, da bin ich noch ein sehr, habe ich es noch sehr leicht gehabt. Ja. Was denkst du, woran liegt, dass du es leichter hattest? Weil ich schief verneint habe. Ja. Okay. Und aber halt im Falle von einer Überbelastung können natürlich auch Traumata entstehen, die dann wiederum Konsequenzen haben.
ich muss sagen, seitdem ich ausgezogen bin, ist das aus meiner Sicht ein gesünderes Verhältnis geworden. Also ich fühle mich dann endlich mal ein bisschen getrennt von dieser Welt, weil dann ich endlich mal mein Ding machen kann und einfach mal mein Leben leben kann. Ne? Und ich bin auch froh, dass meine Mutter zum Beispiel sich Hilfe geholt hat, dass nicht mehr ihre Kinder halt diese Telefonate und alles Mögliche machen muss, dass die dann halt sehr selbstständig das also alles organisiert und Sozialhilfe, also eine Sozialarbeiterin hat, die das macht. Und das macht halt die Beziehung so etwas besser und auch für mich halt etwas druckentlastender. Ne? Ich würde sagen, ich bin ein Teil von beiden Welten. Also mit Gehörlosen stehe ich in Kontakt, weil ich mein Hobby ist Basketball und ich kenne auch aus der alten Schule von damals, von meiner Realschulzeit, Freunde, also Schulkameraden, mit denen ich immer Basketball gespielt habe in der AG und mit denen spiele ich immer noch ab und zu mal auf dem Freiplatz und es macht mir riesen Spaß, weil deren Humor und alles Mögliche und diese Harmonie ist einfach super. Wenn du so miteinander kommunizieren, dann ist das sehr interaktiv und man bewegt einfach den ganzen Körper und das sieht sehr interessant aus, finde ich. Und das macht auch viel mehr Freude. Ja. In welchen von beiden Welten du den Rest deines Lebens verbringen würdest? Welche wäre das? Ich würde mich für die hörende Welt auf jeden Fall entscheiden, da meine Freundin halt auch hört. Und ich dadurch halt ganz stark in die Schiene der hörenden Menschen bin und bleibe. Und auch meine ganzen Freunde und alles Mögliche, die sind auch alle hörend. Und ein Bruchteil sind halt Gehörlose. Ich liebe Techno und ich liebe dieses Techno-Feiern, weil einfach so, ich merke, dass man, wenn man beim Feiern ist, man schaltet halt einfach mal ab und dann ist die Sprache, finde ich, und das Hören einfach nicht mehr wichtig und einfach nicht mehr so prägnant gerade um sich herum. Man kann einfach loslassen und einfach feiern. Also man lebt einfach wirklich für diese Musik. Ja.